Der Alternator Charger. Hey zusammen, Togi hier. Heute habe ich euch nicht den Powerstream mitgebracht, auch wenn das ganze Teil so aussieht, sondern den sogenannten Alternator Charger von EcoFlow. Ich muss es so rumhalten, dass man es auch lesen kann. Was es damit auf sich hat und wie es eingebaut wird, beziehungsweise was es kann, das schauen wir uns heute in diesem Video an. Bevor ich dir jetzt gleich den Alternator Charger vorstelle, ein kurzer Hinweis. Und zwar, in 2 Tagen beginnt wieder der EcoFlow Sale für eine Woche. Das heißt, EcoFlow reduziert wieder massiv die Preise. Ob der Alternator Charger schon mit dabei ist, kann ich nicht genau sagen. Aber es wird wieder sicherlich viele Powerstationen, Solarpanels, Balkonkraftwerk etc. stark reduziert sein bei EcoFlow. Also schaut mal unten in die Videobeschreibung bzw. in den ersten angepinnten Kommentar. Dort habe ich euch den Link zur Rabattaktion verlinkt. Außerdem lässt natürlich EcoFlow hier wieder einen extra Rabattcode springen. Und zwar könnt ihr hier 8% bei dieser ganzen Aktion sparen. Link und Rabattcode, wie gesagt, unterhalb des Videos. Und jetzt geht's los. So, der Alternator Charger. Bevor ich euch erkläre, was das Teil kann, erzähle ich euch erstmal, was denn eigentlich das Problem mit Powerstationen im Wohnmobil ist. Jeder, der eine Powerstation schon mal im Auto oder im Wohnmobil laden wollte, hat festgestellt, das dauert verdammt lang. Ganz einfach aus dem Grund, weil der 12-Volt-Zigarettenanzünderanschluss im Auto einfach nicht mehr als 100, 120 Watt liefern kann. Pi mal Daumen 10 Ampere. Und demzufolge dauert es halt auch entsprechend lang, eine Powerstation im Wohnmobil oder halt im PKW vollzuladen. Viele hatten dort eine Bastellösung und haben sich gesagt, okay, ich baue mir einen DC-DC-Konverter ein. Also das heißt, ich transformiere meine Spannung hoch von 12 Volt auf, keine Ahnung, 30, 40 Volt und lade sozusagen mit dem gleichen Strom, kann aber die Powerstation dadurch deutlich schneller laden und gaukel ihr sozusagen ein Solarpanel vor. War allerdings eine Bastellösung, gab es nie irgendwie großartig was Fertiges, also man brauchte schon etwas handwerkliches Geschick oder zumindest technisches Wissen, um ja dieses Projekt umzusetzen. EcoFlow hat sich der ganzen Sache angenommen und hat sich überlegt, Mensch, das kriegen wir doch bestimmt besser hin. Also haben sie das Gehäuse vom Powerstream genommen, also vom eigentlichen Balkonkraftwerk von EcoFlow und daraus den sogenannten Alternator Charger gemacht. Was macht das Ding im Großen und Ganzen zusammengefasst? Es lädt mittels der Lichtmaschine die Powerstation auf, ohne sozusagen über den 12-Volt-Zigarettenanzünderanschluss zu gehen. Damit hat man natürlich den Vorteil, dass man viel mehr Leistung in die Powerstation reinschieben kann, weil man eben diesen handelsüblichen 12-Volt-Zigarettenanzünderanschluss umgeht. Das ganze System hier ist weitestgehend Plug-and-Play. Man hat lediglich 2 Kabel, die man entweder an die Aufbaubatterie bzw. an die Fahrzeugbatterie anschließen muss. Der Rest ist, wie wir es von EcoFlow kennen, halt steckerfertig. Wir haben hier die ganzen Stecker dran. Wir haben hier die klassische Antenne, Bluetooth-WLAN-Antenne. Wir haben hier den Anschluss für das Kfz-Kabel, das zeige ich euch gleich. Den Anschluss für die Powerstation und hier hinten noch einen mysteriösen neuen Stecker. Sieht aus wie ein Netzwerkstecker, steht COM dran, ist aber kein Netzwerkstecker nach meinem aktuellen Wissensstand, sondern ich vermute, da wird wahrscheinlich irgendwann mal noch ein Display von EcoFlow kommen. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Was ich cool finde und neu hier an dem gleichen Gehäuse, was eigentlich aussieht wie vom Powerstream, wir haben hier an der Seite einen kleinen Taster dran, um den Alternator Charger ein- bzw. ausschalten zu können. Das Ganze hätte ich mir beim Powerstream ehrlich gesagt auch gewünscht. Was haben wir jetzt für Möglichkeiten mit dem Teil? Also, Verschiedenes. Ich habe jetzt die Option, diesen Alternator Charger direkt an meine Aufbaubatterie anzuschließen. Die Aufbaubatterie wird bei mir ja über den Ladebooster geladen. Also das heißt Lichtmaschine, Ladebooster, Aufbaubatterie und Aufbaubatterie über den Alternator Charger dann in die Powerstation. Man könnte das aber auch umgehen. Man könnte zum Beispiel sagen, ich schließe das direkt an die Aufbaubatterie vom Wohnmobil hier bei mir an und damit hänge ich quasi direkt parallel zur Lichtmaschine. Damit würde ich die volle Energie, die von der Lichtmaschine kommt, direkt in die Powerstation schieben. Mir persönlich ist der Aufwand zu hoch, mein Kabel halt bis vor zur Fahrzeugbatterie zu laden und ich brauche es auch ehrlich gesagt nicht. Mir reicht das, wenn ich einfach mit Hilfe meiner Aufbaubatterie hier die Powerstation nachladen kann. Das Besondere außerdem hier noch an dem Alternator Charger ist, was übliche DC-DC-Konverter oder Ladebooster nicht können, und zwar ist das Recharge-fähig oder Reverse-Charge, wie auch immer man das nennen möchte. Das heißt, wenn jetzt eure Aufbaubatterie oder vielleicht auch die Fahrzeugbatterie leer sein sollte, könnt ihr
das Teil umdrehen und könnt mit Hilfe eurer Powerstation die Fahrzeugbatterie oder die Aufbaubatterie laden. Also nicht nur in die eine Richtung, sondern das Ganze geht auch in die andere Richtung. Und das persönlich finde ich sehr interessant. Im Lieferumfang zum Alternator Charger hat man eigentlich das Herzstück von der ganzen Geschichte. Und zwar ist es ein 16 Quadrat Anschlusskabel. Die Länge kann ich euch jetzt gar nicht sagen, aber ich würde mal sagen, 3 bis 5 Meter hat es bestimmt, womit ich den Alternator Charger jetzt an meine Aufbaubatterie anschließen kann. Das Schöne ist, das Ganze ist weitestgehend steckerfertig. Hier ist schon der Stecker für den Alternator Charger dran. Das Verbindungskabel für die Powerstation ist hier bei mir ebenfalls im Lieferumfang. Und zusätzlich gibt es im Lieferumfang auch noch eine 125 Ampere Sicherung. Die ist natürlich ganz wichtig, die zusätzlich mit einbauen, um das ganze System auch ein bisschen abzusichern. Also am Ende sind es nur zwei Ringkabelschuhe heißen die Dinger, die man an die Batterie anschließen muss und schon ist das Ganze fertig. Ist nicht so eine Bastelarbeit wie bei einem klassischen DC-DC-Konverter. Von daher würde ich sagen, ist das eigentlich eine relativ einfache Geschichte. Der Alternator Charger misst das anhand irgendwie der Spannung, mit wie viel Strom er letztendlich die Powerstation lädt. Wir schauen uns das nachher nochmal in der App an. Ich selbst habe es auch noch nicht ausprobiert. Ich werde den jetzt hier gleich in mein Wohnmobil einbauen und ja, ich würde sagen, das mache ich jetzt erstmal und dann schauen wir uns die technischen Details an und gucken mal, wie es funktioniert, ob es funktioniert und wie gut es funktioniert. Und so schnell geht's. Zack, ist es einen Tag später. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Ich habe hier ein bisschen das Fenster auf. Ja, ich habe das Ganze natürlich gestern installiert und dann leuchtete plötzlich das rote Lämpchen und der Alternator Charger war der Meinung, die Powerstation nicht zu finden. Hing damit zusammen, weil ich noch nicht das aktuelle Firmware-Update drauf hatte. Ich habe ja das Produkt jetzt quasi schon vor Erscheinungsdatum und da war einfach das aktuelle Firmware-Update, was eben mit dem Alternator Charger funktioniert, noch nicht draußen. Jetzt ist es aber draußen, jetzt funktioniert es. Ich habe auch schon mal ein kleines bisschen damit rumgespielt und wir schauen jetzt mal gemeinsam in die App. So sieht das Ganze jetzt bei mir aus. Also, gucken wir erstmal rein. Wir haben oben die Batterie. Das ist sozusagen aktuell meine Aufbaubatterie. Wie gesagt, ich habe es nicht an die Fahrzeugbatterie angeschlossen, sondern bei mir an der Aufbaubatterie vom Wohnmobil. Unten die Leistung, die jetzt entweder in die Powerstation rein oder raus geht. Wir haben ein paar Daten von der Powerstation selbst. Hängt jetzt aktuell die Delta 2 Max bei mir dran. 77% voll. Würde halt 4 Tage hinkommen mit der aktuellen Ladung und 18 Grad. So, dann haben wir unten die 3 Punkte. Wir können den Alternator Charger, wie wir halt wollen, ein- oder ausschalten. Ich schalte ihn jetzt einfach mal ein und gehe mal hier auf Ladung. Ladung bedeutet, dass jetzt meine Aufbaubatterie die Delta 2 lädt. So, das Ganze aber natürlich nur unter bestimmten Bedingungen, wie wir jetzt hier schon mal sehen können. Unter Spannung am Anschluss der Aufbaubatterie. Und zwar hängt das damit zusammen, weil ich in den Einstellungen angegeben habe, der Alternator Charger soll die Delta 2 erst laden, wenn die Spannung über 14 Volt erreicht hat. Hängt damit zusammen, ich möchte bitte immer erstmal meine Aufbaubatterie voll haben, bevor ich die Delta 2 lade. Ich könnte das jetzt hier auch auf 13 Volt stellen, das machen wir jetzt einfach mal, dass hier auch mal am Ende was passiert. Es gibt hier die Option, die Ausgangsleistung in 50 Watt Schritten zu regeln. Minimum sind 100 Watt und Maximum 800 Watt. Die schafft er nicht ganz, so 780 Watt waren es. So, ich lasse das mal auf Vollgas stehen hier und auf 13 Volt. So, und jetzt sehen wir hier auch schon auf dem Startscreen, dass hier was passiert. Jetzt geht die Leistung langsam hoch. Die wird parallel dazu wird so ein bisschen die Spannung überwacht. Was macht die Aufbaubatterie in dem Moment? Hier ist halt jetzt die Lichtmaschine angegeben. Die Lichtmaschine läuft bei mir jetzt zurzeit nicht, sondern eben nur die Aufbaubatterie. Ja, und da bricht halt die Spannung jetzt auch langsam ein. Wenn die jetzt unter 13 Volt einbrechen würde, würde der Alternator Charger dann auch aufhören, die Delta 2 zu laden.
Also ist da schon mal eine gewisse Sicherheit drin. Was ich mir hier allerdings wünschen würde, wäre, dass man hier in den Einstellungen die Startspannung auch aufs Komma genau einstellen kann. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ich zurzeit lade ja meine Delta 2 über den Lastausgang vom Victron. Da kann ich sagen, der Victron soll den Lastausgang einschalten bei 14,2 Volt. Und soll den Lastausgang abschalten bei 13,2 Volt. Ne, und damit stelle ich sicher, dass die Delta 2 nur geladen wird, wenn die Aufbaubatterie eh schon voll ist. Würde ich mir hier auch wünschen, aber ich denke, das kommt sicherlich noch. Zurzeit ist es halt eben noch ohne Kommastelle. Ich habe das Ganze auch schon an EcoFlow weitergegeben. Ich hoffe mal, gehe mal davon aus, da kommt demnächst mal noch ein bisschen was. Genau, so, was gibt es sonst noch zu sagen? Wir sehen jetzt hier aktuell, lädt der Alternator Charger mit 700 Watt. Also 800, er hat auch schon mal 800 Watt geschafft, das kann ich euch sagen. Warum er jetzt mit weniger lädt, ich nehme mal an, weil einfach die Spannung einknickt. Ne? Ihr seht jetzt hier oben 13 Volt und ich habe ja hier in den Einstellungen 13 Volt auch angegeben. Wir stellen das einfach mal runter auf 12 Volt, dass wir hier vielleicht auch mal die volle Leistung abrufen können. Und schon geht's hoch, genau. 749 Watt, ja, also knapp 800 Watt schaffen wir auf jeden Fall und das ist doch schon mal eine Ansage gegenüber vorher. Ich habe vorher 170, 180 Watt konnte ich über meine Technik hier laden, so wie ich es angeschlossen habe. Und jetzt halt hier mit vollen 800 Watt oder fast vollen 800 Watt. Das ist schon geil. So, und jetzt können wir das ganze Spiel aber auch noch umdrehen. Wir haben ja jetzt hier unten noch mehrere Modi. Jetzt wird die Delta 2 geladen. Wir haben ja jetzt hier die Reverse Charge Funktion. Ich klicke da mal drauf, dann muss ich das Ganze noch bestätigen. Und jetzt passiert das Ganze genau andersrum, und zwar lädt jetzt die Delta 2 Max meine Aufbaubatterie. Und zwar, jetzt seht ihr das auch an den grünen, ne, an der grünen Animation, dass die Energie quasi von unten nach oben fließt und damit wird jetzt meine Aufbaubatterie geladen durch die Delta 2. Was ich noch nicht so ganz verstanden habe, ist der Batteriewartungsmodus, aber ich glaube, das soll bedeuten, dass wir eine Art Erhaltungsladung sicherstellen können, dass wir sozusagen sagen können, die Delta 2 soll kontinuierlich immer die Aufbau- oder Starterbatterie laden, so ähnlich wie mein Standby-Lader Pro, den ich hier verbaut habe. Gibt es auch ein Video auf meinem Kanal. Ich denke, das ist so eine ähnliche Funktion. Ja, ich denke, damit sind wir zumindest bei der App soweit durch. Es gibt so aktuell zwei Dinge, die mir aufgefallen sind. Das ist zum einen das, was ich schon gesagt habe, dass ich gern mit mindestens einer Nachkommastelle die Spannungen einstellen möchte und auch sagen möchte, wann der Alternator Charger starten soll und wann er aufhören soll mit Laden. Der zweite Punkt, der mir jetzt aufgefallen ist, der Alternator Charger ist quasi immer an. Also ich habe es bis jetzt noch nicht hinbekommen. Ich kann jetzt mal gucken. Ich gehe mal kurz hinter. Ich schalte jetzt mal die Powerstation aus. Aber ich glaube, das funktioniert nicht. Ich müsste theoretisch den Alternator Charger ausschalten und erst dann geht die Powerstation aus. Das ist für mich halt irgendwie umständlich, weil ich den Alternator Charger jetzt bei mir hinten ja so ein bisschen in die Henkgarage einbauen möchte. Und ich will ja die Delta 2 nicht die ganze Zeit laufen lassen. Also 24/7. Die hat ja einen Standby-Verbrauch. Die wird ja dann leer. Das macht ja für mich überhaupt keinen Sinn. Ja, also hier gibt es zurzeit noch keine Standby-Funktion irgendwie. Ich schalte mal das Laden aus. Vielleicht kann ich die Delta 2 dann ausschalten. Ich probiere es mal aus. Ich bin gleich wieder da. Okay, das scheint zu funktionieren. Ich kann jetzt die Delta 2 ausschalten. Allerdings bleibt der Alternator Charger eingeschaltet. Ja, der bleibt die ganze Zeit an. Was ist, wenn ich jetzt hier auf Start drücke? Mal sehen, ob er dann die Delta automatisch einschaltet. Nein, das macht er nicht. Also hier gibt es zurzeit noch so ein paar kleine Punkte, wo EcoFlow hier auf jeden Fall noch mal ran muss. Der Alternator Charger leuchtet halt jetzt die ganze Zeit. Jetzt so ein kleines blaues Standby-Licht da hinten. Also ich kann den jetzt wirklich nur an der Seite über den Schalter ausschalten. Ich möchte aber irgendwie, und wenn es über die App ist, sagen, bitte jetzt ausschalten, alles aus, weil ich brauche das System jetzt aktuell nicht. So verbraucht es halt irgendwie die ganze Zeit Standby-Strom und das ist halt ein bisschen schade. Und damit machen wir einen Zeitsprung. Es ist jetzt ungefähr eine Woche vergangen, nachdem ich den Alternator Charger eingebaut habe. Und ich möchte euch mal ein kleines Fazit geben. Also grundsätzlich, wie ich schon im Video gesagt habe, finde ich es eine extrem coole Sache, denn ich habe jetzt die Möglichkeit, meine Powerstation mit bis zu 800 Watt im Wohnmobil zu laden. Das funktioniert grundsätzlich sehr gut. Was ich leider bemängeln muss, das ist halt wirklich dieses Thema Standby.
Ich hatte jetzt zum Beispiel den Punkt, dass meine Powerstation angegangen ist, weil ich habe an meiner Powerstation quasi noch Solar dran. Wenn jetzt sozusagen Energie vom Solarfeld kommt, schaltet die sich automatisch ein. Jetzt habe ich aber eine Standby-Abschaltzeit quasi in der Powerstation konfiguriert. Die funktioniert aber nicht, wenn der Alternator-Charger dran ist. Das heißt, mir hat es jetzt insgesamt in der Woche knapp 15% Akku aus der Powerstation rausgezogen, weil einfach der Alternator-Charger die ganze Zeit an war. Das Problem hat man halt bei einem klassischen Ladebooster oder bei dem DC-DC einfach nicht, denn der geht halt einfach aus, wenn man den Motor abschaltet. Hier funktioniert das in dem Moment nicht. Der Alternator-Charger versorgt sich sowohl über die Powerstation als auch über die Lichtmaschine oder Aufbaubatterie oder wie auch immer und zieht euch dann entsprechend die Batterie leer. Ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, so wie ich EcoFlow kenne, da wird es demnächst sicherlich noch ein Update geben. Also ich gehe mal ganz stark davon aus, man wird mit Sicherheit die Spannung etwas detaillierter einstellen können. Es wird vielleicht auch eine Abschaltschwelle geben und es wird sicherlich auch eine Art Standby-Möglichkeit geben. Denn zum jetzigen Zeitpunkt ist es halt so, dass ich den Alternator-Charger jedes Mal einschalten oder ausschalten müsste, je nachdem, ob ich ihn halt brauche oder nicht. Ich möchte mich um das System am liebsten gar nicht kümmern und es soll vollkommen autark funktionieren. Warten wir also mal die nächsten Updates ab. Wer es nicht erwarten kann, für den ist es trotzdem immer noch eine coole Geschichte. Man muss halt nur den Alternator-Charger ein- oder ausschalten. Das war's soweit von mir. Denkt bitte daran, in 2 Tagen startet bei EcoFlow der Summer Sale oder so ähnlich. 10 Tage oder 7 Tage gibt es wieder jede Menge Angebote bei EcoFlow. Es gibt wieder einen speziellen Rabattcode von mir, wo ihr bis zu 8% sparen könnt. Wie gesagt, findet ihr alles unterhalb des Videos, entweder in der Videobeschreibung bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Und dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und wenn dich noch weitere Themen interessieren, dann habe ich dir hier mal noch ein Video verlinkt. Schau dir das gerne mal an. Ich denke, das könnte dich interessieren. Bis dahin, macht's gut, Leute!